Streiter waren zu diesem Zeitpunkt immer noch, muss man fast sagen, Armin Kremer und Fred Bersen. Ein ungewohntes Gefühl. Bisher hatten sie alle Etappen gewonnen. Und Armin Kremer mit seinem bekannten Rezept. Wir werden den Subaru ausquetschen. Okay. Das Subaru-Team knabberte kontinuierlich am Vorsprung der Lokalmatadoren. Didier Auriol hatte mit diesem Toyota Celica in der WM seine Erfolge erzielt, aber das war schon über 5 Jahre her. Sensationell, wie Wevers mit diesem alten Eisen die gesamte Elite der Niederländer in Grund und Boden fuhr. Aber langsam wurde selbst Erik der Erfolg etwas unheimlich. Ihr habt noch 4 Sekunden. 4 Sekunden, reicht das? Vielleicht, aber ich denke nicht. Doch, ich denke schon. Trotz des harten Kampfes hatten die Kontrahenten Zeit zu plaudern. Kremer, der Putenschlachter, mit Wevers, dem Hühnerzüchter. Wir sind kurz mal dazu gekommen, dass er hier in der Gegend Landwirt ist und die Hühnerfarm betreibt. Da habe ich gesagt, ich bin nicht das gleiche Metier. Wir haben einen Vertrieb, Schlachterei und machen eben auf Puten. Naja, das ist eine gute Grundlage gewesen. Aber ich habe gesagt, naja, jetzt fahren wir mal wieder Rallye. Bei 4 Sekunden Differenz, da wurde die Luft dünn. Das Subaru-Team ohne Frage mit dem besseren Material und das zahlte sich aus. Mit viel gutem Bauch wollte das Mitsubishi-Team das Feld in der Gruppe N von hinten aufrollen. Die Punkte der 2. Etappe waren wichtig für den Kampf in der deutschen Meisterschaft. Aber wie sagte ein gewisser Donald Duck, es gibt Tage, da sollte man besser im Bett bleiben. Das ist uns auf WP4 heute Morgen das hintere Differential geplatzt. Das heißt, wir sind 2 Prüfungen nur mit Frontantrieb gefahren. Dann haben wir uns wieder einigermaßen rangearbeitet und dann ist uns auf der vorletzten Prüfung jetzt der Turbolader kaputt gegangen. Da sind wir eine halbe Prüfung ohne Turbo gefahren, haben den jetzt noch getauscht und jetzt sind wir am Ziel. Also es war ein harter Tag. Hermann Gassner hatte trotz der Malaise von Sven Haaf schwer zu kämpfen. Vor ihm waren noch Kjell Boss mit einem Mitsubishi Charisma und der Altmeister aus den Niederlanden, Hans Stacy, auf einem Gruppe N Impreza. Nach dem Pech auf der Hunsrück-Rallye hatte Gassner seinen Proton bestens präpariert. Es ging um Sekunden bei dem Sieg in der Gruppe N und Gassner Schrankel blieben dran. Auch Carsten Mohe wurde zum Eichhörnchen. Er knabberte am Vorsprung von Niki Schelle. Der Renault Maxi Mégane war optimal vorbereitet. Das Mohe-Team fehlerfrei und der erste Divisionssieg schien greifbar nahe. Niki Schelle und Gerhard Weiß fuhren nach dem Motto: Welche Panne kommt als nächste? Karsten holt auf, wir haben vorher ein leichtes Problem gehabt, zu viel Sand in den Reifen und deswegen hat das Auto so vibriert und die Schaltung hat sich selbstständig gemacht. Haben wir jetzt 10 Sekunden verloren, okay. Der Vorsprung schmolz und das letzte Pünktchen Hoffnung von der deutschen Meisterschaft wurde im Schlamm der Golden Tulip begraben. Ja, wir haben ein Problem gehabt mit dem Kühler. Wir haben das mehreren Wasser nachfüllen müssen, sind in die Kanäle umeinander, der Gerhard hauptsächlich, also war nicht so angenehm. Wir sind noch im Rennen, das ist eigentlich die Hauptsache. Der Stand nach 16 von 20 Wertungsprüfungen. 1. Kremer Bersen, 2. Wevers Ecker, 9. Gassner Schrankel, 12. Mohr Kühlbach und 13. Schelle Weiß. Eng blieb es bis zuletzt in der Gruppe N. Gassner Schrankel mit dem Proton Pert schluckten Hans Stacy. Kjell Boss musste aufgeben, aber zum Gruppensieg fehlten den Bayern nach über 200 Kilometern ganze 6 Sekunden. Schneller war die Familie Beifeld mit dem Mitsubishi Lancer Evo 5. Vater Peter als Co. soll Sohn Peter immer kneifen, damit er schneller fährt. Der Schenkel des Fahrers muss ein einziges Hämatom gewesen sein. Am Ende aber der Sieg für die Beifelds in der Gruppe N. Pünktlich zur vorletzten WP war der Opel Astra von Niki Schelle wieder fit. 30 Sekunden auf der WP 19
13 Sekunden auf der WP20 gewonnen, aber am Ende fehlten immer noch 33 Sekunden auf Carsten Mohe. Mit dem Prädikat fehlerfrei holten sich Mo Kühlbach den langersehnten Sieg bei den Kit Cars. Die Erfahrungen auf der Golden Tulip seit Jahren für die Sachsen positiv. Das war vor 2 Jahren, da konnten wir die Formel 2 in der Deutschen Meisterschaft gewinnen und einen 4. Gesamtplatz auch in der Deutschen Meisterschaft. Und das war unser größter Erfolg seither. Und voriges Jahr haben wir auch die Formel 2 gewonnen mit unserem Clio Maxi. Und die Strecken hier an sich sind nicht schlecht, sehr schnell. Und das macht es aber auch gefährlich. Sieg in der Formel 2 für Mo Kühlbach und Platz 12 in der Gesamtwertung. Marc Breyer mit dem Escort Cosworth auf Rang 5 in der Gesamtwertung. Rocco Teunissen im Toyota Corolla wurde Vierter. Bert de Jong konnte nach dem Beinbruch zwar noch nicht laufen, aber mächtig gut Gas geben. Platz 3 für das World Rally Car von Subaru. Über 2 Minuten vor de Jong und Rocco Teunissen, über 3 Minuten vor Marc Breyer. Auch wenn am Ende die Konzentration fehlte, Erik Wievers und Robin Ecker schafften eine kleine Sensation. Wären da nicht die Ausfälle auf der Deutschland- und der Hunsrück-Rallye gewesen? Wer weiß, Erik Wievers und Robin Ecker wären in diesem Jahr vielleicht sogar niederländische Meister geworden. Der Gesamtsieg ging wie im letzten Jahr an Armin Krämer und Fred Bersen mit dem Subaru Impreza. Am Ende hatten sie ganze 40 Sekunden Vorsprung. Break, Wellen, Kreuzung rechts vor auf Beton. 100. Break, Wellen, Kreuzung. Und auch ein Verbremser konnte sie nicht aufhalten. Ein Toyota vor Augen reizt den Armin Krämer ganz besonders. Na gut, die Situation ist ja nicht unbekannt, dass man mit Toyota sich insofern nicht duelliert, aber einem Mitbewerberkampf aussetzt. Aber ich sag mal, der Erik war schon sehr flott unterwegs und wenn man die Zeiten vergleicht, letztes Jahr war er auch sehr gut dabei. Er war bloß leider letztes Jahr zu früh in den Graben gerutscht, sodass er 6 Minuten verloren hat und nicht mehr mit Matthias und mit mir mitweiten konnte. Ansonsten muss man ihm ein Kompliment machen, dass er so hier unterwegs war. Wir mussten schon alles aus unserem Subaru rauspressen, damit wir da mithalten konnten. Der 6. Sieg im 6. Wertungslauf, eine makellose Bilanz für die amtierenden deutschen Meister. Der Endstand der Golden Tulip Rallye. 1. Krämer Bersen, 2. Wievers Ecker, 8. Gassner Schrankel, 12. Mohe Kühlbach und 13. Schelle Weiß. Fast wären Krämer Bersen schon auf der Golden Tulip zum Meister gekrönt worden, aber das war ihnen gar nicht recht. Amen. Das ist ja tragisch geworden, glaube ich, weil wir können nicht feiern. Wir müssen ja auch zur IAA nach Frankfurt jetzt gleich und insofern müssten wir das dann ganz weit vertagen. Ich finde das schon gut, dass wir das auf die 3 Städte gelegt haben und mal sehen, 3 Städte ist natürlich ein Highlight, ich glaube auch für den deutschen Rallye-Sport, weil es dann wieder richtig zur Sache geht und da müssen wir mal sehen, dass wir da den anderen Kollegen Paroli bieten können.